Alter, wir sind angekommen, ey. Es ist voll sehr dunkel. Ey, Alter, ich trau mich da jetzt schon nicht hin, ne? Ich eigentlich auch nicht mehr. Ja, komm, fahr doch mal ein Stück, oder? Ja, toll, Alter, ist das crazy. Ey, Alter, das ist so gruselig. Ey, das ist. Ey, guck, ey, Alter, da hinten ist was. Siehst du das? Da steht einer schon, oder? Diese Bäume. Alter, was ist denn da hinten schon? Ja, wenn er jetzt auch noch steht, ne? Ich schwöre, ich gehe rennen. Ne, da ist ein Schild. Ach, da ist zu. Oder ist das schon? Das ist schon hier. Alter, der Friedhof ist schon hier. Ich hab Fernlicht an. Oh, fuck. Ich kann auch was sagen. Alter, ist das gruselig. Alter, da gehe ich nicht rein. Ey, 100. Ich hab schon Scheiße. Lass mich mal. Lass mich mal aussteigen, ich guck mir mal an. Oder so, Alter, ich sehe nichts. Ich sehe auch, ja, lass doch die Autolampen. Ja, toll, dann. Alter, oh, oh, ich gehe mal nur mal gucken hier. Ja, ich wusste ja nicht, dass da Dreck hier vorne ist. Alleine, ich stehe doch direkt hier vorne. Alter, gruselig, das Kerry, ey. Hier ist mein Kreuz. Könnt ihr das sehen? Das wird mich beschützen, ne? Alter, ist das gruselig! Oh, nicht so laut. Boah, ich weiß nicht, ihr könnt gar nichts sehen, ne? Hier sind so riesen Säulen. Alter, ich brauche eine Taschenlampe. Jetzt so kann man überhaupt nichts sehen. Ey, guckt mal den Nebel. Seht ihr den Nebel an den Scheinwerfern allein schon? Also, ey, das ist so gruselig, Alter. Ich kann mir gleich in die Hose. Ohne Tasten. Ja, was soll ich gerade? Ich hocke hier alleine in meinem Auto. Scheiß mir mal auch noch. Du siehst doch, wo ich stehe. Ja, schön. Ich würde aber lieber in deiner Nähe bleiben. Wenn einer kommt, dann spring einfach aus dem Wagen. Oder fahr einfach weg. Was hast du denn jetzt vor, Mann? Ich suche eine Taschenlampe, damit ich was sehe. Ich möchte auch nicht raus. Das ist so hyper gruselig. Ey, guckt euch mal diesen Strahler an. Ey, selbst mit diesem Strahler hat man überhaupt nichts zu sehen. Wir gucken uns das jetzt mal an hier. Jetzt bleiben wir mal ganz ruhig. Alter, da steht auch irgendwie ein Mausoleum. Leute, ich habe eine Lampe dabei. Rheinberg Wort Symmetrie. Oh, Alter. Könnt ihr das sehen? Ey, das sind nur Gräber, ey. Das sind nur Gräber, ey. Guck mal, wie viele das sind. Wir sollen mal nachts Kriegsgeräusche hören. Oh, guck mal. Ey, da sind auch noch so riesen. Ey, ihr könnt gar nichts sehen, ne? Ey, so übel. Ich habe einen riesen Scheinwerfer hier an. Und ihr könnt überhaupt nichts sehen. Auch so was wie so ein Altar oder so, ne, mit. Ah, bringt nichts. Wir sind auf jeden Fall da und wir gehen der Sache jetzt hier auf den Grund. Ne? Wir haben auch voll die neue Ausrüstung dabei. Ey, die Para-Ink-Folge, die war heute so geil. Die hat uns direkt inspiriert, sofort hier hinzufahren und einen Livestream zu machen. Marc, beste Mann. Ich habe schon direkt ein Geräusch hier irgendwo gehört. Ja, ich auch. Du siehst überhaupt nichts, ne? Livestream bringt gar nichts. Du siehst überhaupt nichts. Kein gutes Gefühl gerade. Also, wir gucken mal, wir machen ein paar Videoaufnahmen noch. Was hast du zu der Para-Ink-Folge? Die war mal so hammergeil. Auf jeden Fall mega geil. Ey, also Marc, beste Mann, Asi, beste Mann. Ich musste mich nochmal schminken. Ja.
Okay, wir versuchen jetzt noch ein bisschen aufzunehmen, weil das Handy, das hat absolut kein Licht, selbst ein Scheinwerfer geht nichts. Und ich glaube, der Handyempfang ist auch eh oder so hier. Wir sind hier echt am Arsch der Welt, sind wir. So, liebe Freunde, jetzt paranormal. Wir sind in Rheinberg am britischen Soldatenfriedhof. Hier gibt es im Internet viele Berichte. Ich weiß, es ist super dunkel. Ich habe auch versucht, schon eben Livestream zu machen. In Rheinberg geht es nachts wirklich sehr gespenstisch zu. Und zwar auf dem englischen Soldatenfriedhof. Dieser wurde 1946 angelegt und es gibt einige schaurige Geschichten zu berichten. Menschen, die sich nachts in dieser Gegend aufhalten, berichten von komischen Geräuschen. Dort soll man unter anderem marschierende Soldaten und Befehlsschreie, aber auch kreischende Männerstimmen und Schlachtgetöse hören. Das alles wirkt sehr befremdlich. Wir wollen auch kurz diese Folge nutzen, um eine Zuschauerin zu grüßen. Eine schöne, schaurige Nacht, Leonie, wünscht dir dein Horror Lost Places Team. Und wir sind hier einfach wirklich am Arsch der Welt. Und hier sollen halt nachts Kampfgeräusche zu hören sein. Marschbefehle, Kriegsgeräusche, Panzer, also das ganze Ding. Ich versuche da gerade mal ein bisschen Schatten zu kriegen. Und hier sieht man auch nochmal so ein. Achtet bitte auf die nachfolgende EVP. Es hört sich an, als wenn eine Stimme im Hintergrund redet. Und wir waren ganz alleine an diesem Ort. So ein riesen ja, Gedenkstein oder was. Da steht auch nochmal. Mann, ich krieg's halt absolut nicht. Rheinberg, War Cemetery. Also tut mir jetzt echt leid. Aber Alter, ich höre dauernd Geräusche von überall. Hört sich an wie so ein Fahrrad oder so, ist das auch? Ja, das ist an, da ist so sogar noch so zwei richtige. Guck mal hier besonders, wie viele Gräber hier sind und so. Krass, der ist an. Wir haben auch absolut keinen Vollmond, keinen Mond, überhaupt nichts. Da sind nur so. Was sind das, so Mausoleumgebäude? In der Mitte steht da irgendein, weiß ich auch nicht was. Das ist auch noch ein Mausoleum und guckt euch das an. Gräber über Gräber, das ist das britische Kriegsmausoleum. Ich versuche mal hier irgendwie, steht auch noch was. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Was empfindest du denn? Das ist schon echt gruselig, ja, ne? Ja, also es ist echt ein krasser Unterschied zwischen Tag und Nacht, dunkel. Das ist auch dauernd was, ne? Echt Wahnsinn, ne? Ja, sollen wir mal eine neue Ghost Radio testen, oder? Das Witzige ist, man sieht selbst mit Taschenlampen und man sieht wirklich gar nichts, ey. Ich fühle mich überhaupt nicht gut, ich nicht. Nicht? Nein. Ist auch viel Nervosität gerade, weil man sieht wirklich null. Ja, man hört auch wirklich dauernd irgendwo was. Man hört die ganze Zeit Fuß. So als wenn da einer läuft, Fußtritte. Ich höre aber auch daran was. Schön da bleiben. Ja, wir wollen jetzt auch nicht disrespektlos sein. Nein. Den Soldaten gegenüber, aber hier ist ja so eine Mauer zum Beispiel. Da ist man ja noch nicht auf dem Gelände selbst. Wie viel Respekt sollte man dann da schon haben? War Cemetery, 1939 bis 45. Ja, das ist die britische Kriegsmausoleum für die britischen Soldaten, die gefallen sind. Franzosen sollen auch hin. Ja, sagen wir mal für die Alliierten.
Heute kam auch zum ersten Mal unsere neue Spiritbox zum Einsatz. Wir kennen uns noch nicht so gut aus mit dem Gerät, aber ist es normal, dass da mechanische Geräusche rauskommen? Komm mal her. Hier jemand anwesend? Hier ist der Mike, hier ist die Clarissa. Hallo. Wir grüßen euch voller Respekt, die verstorbenen Soldaten, die hier in Rheinberg liegen. Hi. Hi. Ja, hallo. Ist hier irgendjemand, der uns hören kann? Du kannst gerne dieses Gerät hier benutzen, um uns etwas mitzuteilen. Oder dieses Radio benutzen, um uns mit uns zu reden. Wir würden uns sehr freuen, wenn du Kontakt mit uns aufnehmen würdest. Du kannst gerne mit uns reden. Oder ihr. Überhaupt keine Angst zu haben. Guck mal, hier ist. Hi, ich bin's, der Mike. Und das ist die Clarissa. Ihr wisst schon, der Krieg ist vorbei. Die Alliierten haben gewonnen. Ihr habt gut gekämpft. Wir leben jetzt in Frieden. Ihr braucht nachts nicht mehr hier den Krieg zu erleben. Ihr könnt hier, der Krieg, den habt ihr gewonnen und seitdem ist Frieden. Wir haben, Deutschland hat keinen Krieg mehr. Wenn ihr irgendetwas zu sagen habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun über dieses Gerät. Oh, merkst du auch gerade diesen Wind? So, über eins der anderen Geräte vielleicht. Ihr braucht hier nachts nicht mehr den Krieg nachzuerleben. Ihr habt gewonnen, die Alliierten haben gewonnen. Du kannst gerne mit uns reden. Oh. Hallo, hier ist der Mike und die Clarissa. Hallo. Wir wollen euch auch gar nicht stören. Wir sind auf jeden Fall voll im Respekt bei euch. We came in peace to visit you and honor you. Vielleicht ist in Englisch besser, ne? You won the war against the German.
You can settle down. We live in peace now. With Great Britain. With America. France. With all the Allianz states. You must be not in war anymore. We all honor your war that you fight. All honor the fight you won. Ich spiele direkt Musik, hast du das gehört? Ja, ich krieg gerade schon wieder Gänse, da kommt einiges. Ja, ich sag mal, hier ist krass, ne? Ja, an dem Tor. We can settle down. We live all in peace. When you want to tell us something, you can talk with us. With this device and this device. You can tell us something. We are in full respect. We are here in full respect of what you did for your country. For our country. And you won the war. Ich muss nur auf jeden Fall zu Hause nochmal genauer auswählen. Ich kann es hier echt nicht verstehen. Aber es ist auf jeden Fall einiges da. Ja? Also finde ich schon mal gut für die Spiritbox. Es kommt auf jeden Fall einiges. Was hast du denn für ein Gefühl? Ich habe hier auch, also seitdem wir hier am Tor stehen. Also jetzt eigentlich mittlerweile beruhigen muss. Also nicht irgendwie schlimm oder so, schon ein bisschen cool, ne, weil Helllichter Tag und jetzt dunkel ist ein Unterschied, aber es ist auch absolut kein Mond, also nicht kein Halbmond, kein Vollmond, gar kein Mond, es ist total bewölkt dunkel, die Taschenlampen haben auch kaum Sicht. Ja. Yes. Wir können ja nochmal tagsüber wieder kommen. Schade, die Fanfox sehr still. Haben wir gar nichts. Ja. Ne? Also es war noch nie so, dass die komplett still war. Noch nie. Dafür hat unser neues Gerät. Ja. Leider sind sehr viele Stollgeräusche in der Aufnahme, aber achtet mal bitte auf den Hintergrund. Okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Das hat sich auf jeden Fall nicht freundlich angehört. Ja, ich bin ja hier. Weil ich habe ein paar Gebiete mehr zu stemmen gerade. Moment, ganz cool. Okay. Ich hoffe, Alter, du hast das aber auch gehört, ne? Und bitte. Das kam auf jeden Fall von dahin. Thank you. And we go now home, but you have to stay here. Und jetzt kommt die absolute Hammer-EVP. Ihr erinnert euch ja sicher an den Beitrag am Anfang, dass ja Kriegsgeräusche zu hören sind. Und jetzt achtet mal genau auf den Hintergrund. Und wir meinen nicht das Motorrad, sondern dieser Kanonenschuss, der im Hintergrund ist.